Ja, herzlich willkommen, liebe Damen, herzlich willkommen, liebe Herren, hier aus Frankfurt von unserem Trading Floor zum Team Trade des Tages. Ja, zu Beginn, es wird heute ein kleines Update geben von einem bereits laufenden, ein, zwei laufenden Trades. Da haben wir zum einen natürlich die Amazon mit unserem Trade-Partner Andreas. Des Weiteren haben wir auch noch eine Apple im Laufen, von meiner Wenigkeit. Und natürlich auch wie immer unser Daily Business DAX, der hier tagtäglich von unseren Händlerinnen und Händlern hoch und runter analysiert und getradet wird. Ja, was gibt es zu den Märkten zu sagen? Natürlich nach den heftigen Bewegungen, sowohl nach oben als nach unten, nach den FED-Protokollen, EZB-Protokollen von letzter Woche, sehen wir dann in dieser Woche so ein bisschen eher ruhigere, seitwärts tendierende Märkte. Außer dann tatsächlich gestern Abend und auch heute Morgen ein wenig nach dieser Podiumsdiskussion vom FED-Vorsitzenden Jay Powell, indem er gesagt hat, dass die Inflation sich zumindest schon mal abgeschwächt hat und dadurch die Märkte ein wenig beruhigen konnte und es schon ein wenig wieder aufwärts geht, wenn man so will. Schauen wir doch am besten mal direkt in den Chart und dann haben wir gleich als erstes unseren Daily Business DAX. Ja, was gibt es zum DAX zu sagen? Also unser heimischer DAX hält sich tatsächlich robust. Größten Respekt kann man an der Stelle nur sagen. Also das bisherige Jahreshoch bei 15.552 war bisher noch eine zu große Hürde. Doch ging es auch nicht viel weiter abwärts. Also zumindest die vorzeitige Unterstützung bei 15.270 im Tief hat auf der anderen Seite auch gehalten. Jetzt sind wir schon wieder bei den 15.447 und natürlich ist jetzt hier an der Stelle die Frage erlaubt, wie wird es weitergehen in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, Monaten? Werden wir dieses Jahreshoch eben von 15.5 rausnehmen, womöglich auch schon in den nächsten Wochen? Ja, oder geht es vielleicht auch nochmal einen Satz tiefer, bevor es nach oben gehen wird? All das besprechen wir natürlich auch hier nachher ausführlich um 14.15 Uhr mit unseren Händlern und ob da die Möglichkeit besteht, nochmal die ein oder andere Handelsidee vielleicht auch schon heute oder in den nächsten Tagen dann in Angriff zu nehmen. Das, wie gesagt, natürlich hier nachher ausführlich um 14.15 Uhr. Kommen wir einmal zu einem Trade-Update von unserem Trade-Partner Andreas. Ja, die Amazon. Und jetzt zeitweise sieht es noch nicht danach aus, dass der Trade erfolgreich wird. Doch auch hier Achtung, denn unser Trade-Partner Andreas, nicht nur, dass er ein absolutes Händchen für nicht nur Papiere, sondern Wertpapiere hat und in dem Fall auch schon hier das ein oder andere Mal bewiesen hat, dass die Aktie dann doch noch ins Ziel gebracht werden konnte. Doch auch hier werden wir nachher ausführlicher darauf eingehen, dann nochmal um 14.15 Uhr, was unser Trade-Partner Andreas sich generell bei dem Trade gedacht hat und welche Chancen er hier noch sieht. Momentan die Amazon, 102 Dollar gestern Abend dann aus dem Handel gegangen. Und da werden wir nachher nochmal näher drauf eingehen, wo die Aktie dann heute möglicherweise oder die nächsten Tage hingehen kann. Und ob dann eben das Ziel noch erreicht werden kann. Ein weiteres Update, das von meiner Wenigkeit, nämlich unsere Apple. Die haben wir dann gestern eröffnet mit Börseneröffnung in den USA. Ja, und die Aktie ist jetzt gerade auch bei ca. 154 Dollar im Moment. Ein kleines Plus von 60 Euro, knappe 3,92%. Und natürlich auch hier werden wir nachher nochmal um 14.15 Uhr näher drauf eingehen, warum der Trade jetzt gestern von meiner Seite gesetzt wurde, wo hier das Ziel ist, wo es hingehen kann und ob wir möglicherweise 156 Dollar, 160 Dollar, 165 Dollar, wie viel Luft nach oben, vielleicht aber auch nach unten für die Apple noch da ist. Apple ist nun mal bekannt, eine Bank, eine in Anführungszeichen fast sichere Wette. Doch das besprechen wir, wie gesagt, nachher ausführlich nochmal um 14.15 Uhr. Ja, dann kommen wir einmal zu unserem heutigen Team Trade des Tages. Ja, und da haben wir die Walt Disney heute im Petto. Ja, und Walt Disney, was gibt es zu sagen? Walt Disney wird tatsächlich heute am 8.2. nämlich seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal bis zum 31.12.2022 vorstellen. Und es wird erwartet, dass die Firma ca. 0,784 US-Dollar, vorher waren es 1,06, erwirtschaftet im Vergleich zum Vorjahr 7,4%, 7,47 um genau zu sein. Und am Ende, immer noch verglichen mit letztem Jahr 21,82 Milliarden, dass man ein bisschen höher ausfallen wird bei 23,45 Milliarden. Ja? Umsatz wird erwartet 90,55 Milliarden gegenüber 82,72 Milliarden. Und das
natürlich am Ende auch zeigen, ob dann tatsächlich die Firma so auch die Erwartungen der Analysten auch dann ja bestätigen und auch bestehen konnte. Ja, vom Dezember bis jetzt ist der Dow-Wert um sagenhafte 25% gestiegen. Allein in diesem Jahr, jetzt gerade sind wir schon bei 12% im Plus. Doch darf man auch nicht vergessen, dass die Aktie im letzten Jahr 2022 minus 44%, das schlechteste Jahr seit 1974, ja zustande gebracht hat und irgendwo auch liefern muss. Warum liefern muss? Weil natürlich auch der neue CEO Bob Iger natürlich eine große Herausforderung hat, nämlich Aktivisten, unter anderem Nelson Peltz, der mit seinem Fonds Trian Fund einen Sitz im Verwaltungsrat haben will. Ja, ein ja nicht unweniger, unwichtiger Investor, der Druck macht, der natürlich auch das Management kritisiert, der sagt, das 21 Century Fox ist zu teuer, zu unrentabel und auch das Streaming-Geschäft möglicherweise, seiner Meinung nach, entweder man übernimmt Hulu oder man gibt das Streaming-Geschäft komplett ab. Er sieht diese Dinge zu teuer, zu unrentabel und macht Druck. Und deshalb ist Disney mit seinem CEO ja beinahe schon gezwungen, gute Zahlen zu liefern, Performance zu liefern, um sich auch diese Aktivisten erstmal weiterhin vom Hals zu halten. Also da werden wir natürlich näher drauf eingehen, auch dann nachher ausführlich, was wir in der Aktie sehen, genaue Marken, genaue Ideen, das dann eben auch später hier ausführlich um 14.15 Uhr. Genau, das war es soweit aus charttechnischer Sicht. Das zu diesem Team Trade des Tages dazugehörige Zertifikat hat die WKN. MB2FBZ mit einem Hebel von 5,92, einer K.O.-Schwelle von $93,528 und natürlich hier ein Call von unserer Seite, ein Turbo-Long auf die Disney. Wann genau wir diesen Trade eingehen, mit welcher Idee, Handelsmarken, Umsätze etc., das besprechen wir alles hier ausführlich um 14.15 Uhr live auf heavytraders.live und ihr habt die Gelegenheit, kostenfrei dabei zu sein. Das heißt, geh jetzt auf heavytraders.live, registriert euch, seid dabei, wir freuen uns auf euch. Bis gleich.